Erinnert ihr euch noch an diesen Vorspann? Ja, da habe ich mal wieder etwas ausgegraben, das ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Denn diese wunderbare Show hat die deutsche TV-Landschaft ganz hinten in der dunkelsten Höhle vergraben. Und ähnlich wie andere Anthology-Serien wurde sie nicht wiederholt. Und wenn, dann hat man sie irgendwo im Nachtprogramm platziert. Die Rede ist von Steven Spielbergs unglaublichen Geschichten. Und die Geschichte dieser unglaublichen Geschichten ist interessanter als viele von den Geschichten, die in unglaubliche Geschichten erzählt wurden. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der fette Loser im Exil und heute werfe ich einen Blick zurück auf Steven Spielbergs unglaubliche Geschichten, die ich vor kurzem beim Umzug in mein neues Domizil plötzlich in den Händen hielt und die ich tatsächlich total vergessen hatte. Die Idee zu dieser Serie hatte Steven Spielberg bereits während der Dreharbeiten zu dem Film Unheimliche Schattenlichter, der im Original Twilight Zone The Movie hieß und in dem vier Geschichten erzählt wurden, die zum größten Teil Remakes von Folgen der Originalserie aus den 60ern waren. Der Film sollte noch wegen eines grauenhaften Unfalls am Set Schlagzeilen machen. Doch das ist eine Geschichte für ein anderes Video. Spielberg hatte schon vorher bei einzelnen Folgen anderer Serien Regie geführt, wie bei Night Gallery oder Columbo. Doch die Arbeit an dem Twilight Zone-Film weckte sein Interesse an der Produktion einer eigenen fantastischen Anthology-Serie. Allerdings hatte Spielberg genaue Vorstellungen, was er auf die heimischen Bildschirme zaubern wollte, und da es ohnehin schon Pläne gab, die Twilight Zone neu aufzulegen, erfand er einfach die unglaublichen Geschichten. Es war ihm sehr wichtig, dass sich diese Geschichten nicht nur um Horror und Grusel drehten, sondern dass sie einfach in den Bereich des Fantastischen eindrangen. So gibt es Episoden, die eher heiter waren, aber auch einige wirklich düstere Vertreter, zu denen wir noch kommen werden. Alles in allem sollte diese Serie jedoch von der ganzen Familie gesehen werden können. Und da Spielberg zu der damaligen Zeit ein Garant für Erfolg an den Kinokassen war, fanden sich auch sehr schnell Geldgeber für das Projekt. Was dem Regisseur allerdings äußerst wichtig war, war die Qualität der einzelnen Episoden. So war es sein ausdrücklicher Wunsch, dass jede Folge die Qualität eines kleinen Kinofilms haben sollte, was sowohl den Look als auch die Ausstattung und die Effekte anging. Die Regisseure rissen sich förmlich darum, bei dieser Serie eine Folge zu ergattern, und einige der Episoden wurden sogar von namhaften Schauspielern wie Burt Reynolds, Clint Eastwood, Timothy Hutton oder Danny DeVito in Szene gesetzt. Erstaunlicherweise waren das jedoch die schwächsten Episoden der Show. Die Liste der gestandenen Regisseure liest sich allerdings wie das Who is Who Hollywoods der 80er Jahre. Natürlich ließ Spielberg es sich nicht nehmen, gleich bei drei Folgen der Serie selbst im Regiesessel Platz zu nehmen. Ihm folgte Robert Zemeckis, mit dem Spielberg bereits an Zurück in die Zukunft gearbeitet hatte, mit zwei Episoden, und schließlich weitere Regiekollegen wie Matthew Robbins, Das Wunder der achten Straße, Peter Himes, Outland, Presidio und Das Relikt, Bob Clark, Black Christmas, Fröhliche Weihnachten und Porky's, Martin Scorsese, Taxi Driver, Goodfellas und The Wolf of Wall Street, Ivan Kershner, Das Imperium schlägt zurück, sagt niemals nie und Robocop 2, Tom Holland, Fright Night und Chucky die Mörderpuppe, Kevin Reynolds, Robin Hood, König der Diebe und Waterworld, Joe Dante, Das Tier, Gremlins und Die Reise ins Ich, Mick Garris, Critters 2, Stephen Kings Schlafwandler und The Stand, Das letzte Gefecht, Brad Bird, Die Unglaublichen, Ratatouille und Mission Impossible 4 und Toby Hooper, The Texas Chainsaw Massacre, Poltergeist und Life Force, Die tödliche Bedrohung. Und das war nur eine Auswahl. Den meisten von den Filmen, die ich gerade aufgezählt habe, werde ich allerdings noch ein Video widmen. Tja, wie es aussieht, habe ich Material für diesen Kanal, bis ich in Rente gehe. Der Spielbergsche Touch und die filmreife Qualität der einzelnen Folgen sticht einem meistens bereits während der Credits ins Auge. Und so fand die Serie auch schnell Gefallen beim amerikanischen Fernsehpublikum. Eine spezielle Folge wurde jedoch nach ihrer Ausstrahlung scharf kritisiert. Es handelte sich dabei um die Episode Das Phantom im Spiegel von Martin Scorsese. Diese Episode war so düster und bedrohlich, dass sie, auch ohne einen Tropfen Blut zu vergießen, die wohl gruseligste Folge der gesamten Serie ist und bei Wiederholungen meistens ausgelassen wurde. Einige Eltern beschwerten sich beim Sender NBC, dass ihre Kinder völlig verstört gewesen seien und sie eigentlich dachten, dass es sich bei den unglaublichen Geschichten um eine familienfreundliche Show handelte. Ich glaube, wenn einige Eltern wüssten, was ihre Kids heutzutage auf ihrem Smartphone so alles zu sehen bekommen, würden sie auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Also die Smartphones, nicht die Kids.
So blieb die besagte Folge die einzige wirklich düstere Horror-Episode. Natürlich verabschiedete man sich nicht komplett von gruseligen Geschichten, doch brachte man diese künftig mit sehr viel mehr Humor rüber, wie man in den Beiträgen Die Mumie, Die Brunnenbewohner, Jedem seinen Albtraum und natürlich in der Zemeckis-Episode Der ungeliebte Lehrer mit Christopher Lloyd sehen konnte. Er war übrigens nicht der einzige hochkarätige Schauspieler in der Serie, denn wie bei den Regisseuren, so setzte man auch bei den Schauspielern auf bekannte Gesichter, wie zum Beispiel Drew Barrymore, Kevin Costner, Kiefer Sutherland, Dom DeLuise, Sid Haig, Harvey Keitel, Beau Bridges, Seth Green, Charlie Sheen, James Cromwell, Mark Hamill, Forrest Whitaker, Robert Picardo, Tim Robbins, Sam Waterston, John Lithgow, Danny DeVito, John Cryer, Christina Applegate, Patrick Swayze, David Carradine und Carrie Fisher. Trotz der hohen Qualität und den stabilen Einschaltquoten brachte es die Show nur auf zwei Staffeln, die 1985 und 87 über die US-amerikanischen Bildschirme flimmerten. Das lag unter anderem daran, dass Spielberg die meisten Drehbücher der ersten Staffel noch selbst verfasste, wodurch diese Folgen den unverwechselbaren Spielberg-Look aufwiesen. Doch kein einziges der Drehbücher der zweiten Staffel stammte von ihm, und das konnte man auch deutlich wahrnehmen. Dennoch konnte die Serie während ihrer kurzen Laufzeit insgesamt 5 Emmys abräumen. Die Amerikaner konnten sich zumindest ein Bild von der Qualität der Show machen. Wir hier in Deutschland mussten unendlich lange auf die Serie warten, nämlich bis 1993. Dann endlich erbarmte sich der Sender RTL 2 und brachte uns die Serie im Nachtprogramm. Natürlich gab es die Möglichkeit, einige der Folgen bereits vorher in Deutsch zu sehen, denn 1987 erschienen die ersten von insgesamt 8 Videokassetten von CIC Video mit jeweils 3 Episoden zu horrenden Preisen im Handel. Oder in gut sortierten Videotheken, von denen wir hier in der Gegend allerdings keine hatten. 1991 kombinierte man 3 Episoden zu einem Film und brachte ihn auf Laserdisc heraus. Nach und nach kamen dann immer neue Editionen mit immer mehr Folgen und schließlich wurde endlich die gesamte Serie fürs Heimkino in den Handel gebracht. Robert Zemeckis war von dem Konzept einer hochwertig produzierten Anthology-Serie so angetan, dass er 1989 mit Hilfe seiner Kollegen Joel Silver, Richard Donner, Walter Hill und David Giler ein eigenes Projekt auf die Beine stellte, das den klangvollen Namen Geschichten aus der Gruft trug. Auch darüber werde ich natürlich noch ein Video machen. In den USA wurden sowohl die unglaublichen Geschichten als auch die Geschichten aus der Gruft wesentlich besser behandelt als bei uns in Deutschland. Sie haben dort absoluten Kultstatus und deswegen wurde auch in den letzten Jahren immer wieder über eine Wiederbelebung der unglaublichen Geschichten sinniert, bis wir 2020 tatsächlich die ersten 6 Folgen eines Reboots bekamen, das den Namen allerdings nicht verdient. Weder hat man das Konzept der namhaften Regisseure übernommen, noch das der hohen Produktionsqualität. Und wenn man sich die Episoden ansieht, fragt man sich, wo die angeblichen 5 Millionen Dollar pro Folge geblieben sind. Ach, die 80er waren schon geil. Na, was ist mit euch? Konnte ich euch mit diesem etwas anderen Blick in die Vergangenheit unterhalten? Dann lasst mir doch ein Däumchen da und ich kann auch noch ein paar Abos für meine Sammlung gebrauchen. Ansonsten gilt wie immer, den nächsten Beitrag gibt's am Freitag.